Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir euch die Anwendung des Hebelgesetzes anhand einer Wippe auf dem Spielplatz zeigen. Dabei wird sich zeigen, dass dabei nicht nur die Kräfte, die angreifen, entscheidend sind, sondern auch der Hebelarm. Wollen wir uns dazu erstmal eine Skizze einer Wippe angucken, wenn diese im Gleichgewicht ist. Als Kräfte wirken bei einer Wippe die Gewichtskräfte der einzelnen Personen auf den beiden Seiten. Einmal hier links und einmal hier rechts. Und der Hebelarm ist dann definiert als die Strecke zwischen der angreifenden Kraft und dem Drehpunkt. Hier, RL und einmal hier als RR. Wenn die Wippe im Gleichgewicht ist, gilt, dass das Drehmoment auf beiden Seiten gleich ist. Also ist ML gleich MR. Was gerade gleich der Gewichtskraft auf der linken Seite mal dem Hebelarm auf der linken Seite gleich der Gewichtskraft auf der rechten Seite und dem Hebelarm auf der rechten Seite ist. Die Gewichtskraft können wir einsetzen und wissen, dass diese M der Masse links mal G mal RL ist und auf der rechten Seite MR mal G mal RR. Hieraus können wir noch auf beiden Seiten das G kürzen und erhalten das M mal RL gleich MR mal RR ist. Was passiert also jetzt, wenn eine Person den Hebelarm verringert? Auf der Seite, auf der die Person näher ranrückt, wird die Wippe sich nach oben neigen. Wollen wir uns diesen Sachverhalt nochmal in einem Beispiel angucken. Wir sehen hier, wie Stefan und seine Tochter jeweils auf einer Seite einer Wippe sitzen. Zunächst haben sie beide den gleichen Abstand zum Drehpunkt und wir stellen fest, dass Stefan unten sitzt, da er schwerer als seine Tochter ist. Nun rutscht seine Tochter weiter nach außen, um die Wippe ins Gleichgewicht zu bringen. Durch den dabei vergrößerten Hebelarm wird das von ihr verübte Drehmoment größer. Somit ist es möglich, dass sie trotz ihres geringen Gewichts Stefan anheben kann. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.